Traurig, tragisch, schlimm ist der Anlass für dieses Video. Clemens Avray ist tot, 42 Jahre alt ist er geworden. Er hinterlässt ein Kind, der sympathische junge Biologe, Kritiker der Impfkampagne, und er hat sich selbst umgebracht. Raphael Bonetti, der Psychiater, der kannte ihn gut. Ich kannte ihn nur vom Lesen, wir haben auch über ihn geschrieben auf meiner Seite. Der sagte, dass er verzweifelt war, dass es ihm ganz schwer zugesetzt wird, wie schwer gegen ihn gehetzt wurde, unter anderem auf Wikipedia, wo man so Bonetti kein gutes Haar an ihm ließ, ihn ständig herabwürdigte. Auch anderweitig, so Bonetti, wurde gegen ihn gehetzt, was ihm sehr schwer zusetzte. Volksverpetzer, dieses Portal, Falter, der Standard. Und man hat ihn in gewisser Weise entmenschlicht und er war zutiefst verzweifelt, sagte Bonetti. Und mich macht das einfach fassungslos. Man sieht, wo dieser Hass und wo diese Hetze hintreibt, diese Angriffe auf Menschen, diese Versuche, sie zu entmenschlichen. Und wie groß muss die Verzweiflung sein? Was muss in einem Menschen vorgehen, der 42 Jahre jung ist, ein Kind hat, dass er sich deswegen das Leben nimmt? Und es ist so feige, es ist so widerlich, das sagt auch Bonetti bei Wikipedia, das sind anonyme Leute, die dort schreiben über Leute, die mit vollem Namen dastehen und die dann öffentlich mit Schmutz bewerfen. Und ja, Bonetti geht so weit, dass er sagt, Wikipedia tötet. Und leider ist das ja keine Ausnahme, wenn man sich das anschaut. Wikipedia ist zu einem regelrechten Hetzorgan gegenüber denjenigen verkommen, die nicht die vorherrschende Meinung im Zeitgeist teilen. Und ja, mir fehlen wirklich die Worte und ich frage mich als erstes, machst du es selber auch falsch? Hetzt du selber gegen andere? Tust du das auch unwissentlich? Mir fällt es nicht ein, dass ich jemanden persönlich angreife, jemanden persönlich einfach unter der Gürtellinie massiv attackiere. Ja, ich hoffe, dass ich das richtig sehe, dass ich das nicht mache. Man muss in meinen Augen in alle Richtungen kritisch schauen und natürlich kommt es auch vor, dass von den Leuten, die Corona kritisch sehen, das gegen andere gehetzt wird. Was ich aber viel mehr erlebe, das ist mein subjektives Empfinden, wie Menschen entmenschlicht werden, angegriffen, wie Psychoterror stattfindet gegen diejenigen, die die Regierung kritisieren. Und im letzten Sommer habe ich nochmal geschaut, da war die österreichische Ärztin eine massive Befürworterin der Impfkampagne, die auch Anfeindungen ausgesetzt war, wo es auch Hetze gab. Und da wurde groß darüber berichtet, dass die sich umgebracht hat. Da gab es große Appelle gegen Hass und Hetze. Alles richtig, aber jetzt über den Tod von dem jungen Biologen kein Wort in den großen Medien. Und in meinen Augen ist das einfach eine Schande. Das ist einfach nur zum Fremdschämen, wenn hier so mit zweierlei Maß gemessen wird und wenn offenbar der Tod von jemandem, der kritisch war gegenüber der Impfkampagne, hier als weniger berichtenswert empfunden wird, ja, wenn man den einfach verschweigt. Ich möchte in diesen Minuten an die Angehörigen denken, an den Sohn, der seinen Vater verloren hat, und mit meinen Gefühlen bin ich bei denen. Die tun mir unglaublich leid. Ich würde sie gerne umarmen und versuche ihnen mein Mitgefühl zu schicken, und es macht mich fassungslos. Es macht mich so traurig. Es ist so schlimm. Zum Schluss blende ich noch ein paar Passagen ein von dem Psychiater Bonetti, der ihn gut kannte und der das auch nochmal schildert. Und
Er war sehr verzweifelt wegen der Medienkampagne, die gegen ihn gelaufen ist, vor allem auf Wikipedia und von so manchen Medien wie Volksverpetzer oder Falter. Der Falter hat auch gegen ihn gehetzt. Ich kann nur sagen, auf Wikipedia wird sowas von gehetzt. Und die Vermutung von Clemens Ahrweil war, dass Accounts dahinter stehen, die von der Pharmaindustrie bezahlt werden. Ich sage jetzt einfach nur, was der Clemens mir gesagt hat. Er hat extrem darunter gelitten, wie er auf Wikipedia behandelt wird, als in ein radikales Eck gebracht, wo sie ihn immer wieder alle Qualitäten abgesprochen haben. Und meine lieben Freunde oder meine lieben Herrschaften auf Wikipedia, die sie anonym über Menschen mit Namen schlechte Dinge verbreiten und alles Positive rauslöschen, sie können töten damit, sie töten damit. Sie bringen Menschen um. Und das ist nicht nur beim Clemens Ahrweil, sondern bei vielen Menschen, die ich persönlich kenne. Aber beim Clemens Ahrweil war es besonders schlimm. Er, ein feinfühliger und sensibler Mann, hat sehr darunter gelitten. Immer wieder hat er mich angerufen, das war schon vor eineinhalb Jahren, und hat geweint, wie Wikipedia ihn behandelt, dieses pseudo-objektive Geschwafel von Menschen, die einfach nur andere Menschen kaputt machen wollen. Und da ging's nur darum, dass er coronamäßig eine kritische Position, eine differenzierte, aber kritische Position eingenommen hat, die sich als wahr herausgestellt hat. Die sich als wahr herausgestellt hat. Das ist tödlich, diese Hetze ist tödlich. Hören Sie auf damit. Nicht nur beim Clemens Ahrweil, sondern bei vielen anderen Menschen. Das kränkt so sehr, dass es manchmal zutiefst trifft. Ich bin zutiefst betroffen über die Entscheidung, die der Clemens Ahrweil möglicherweise getroffen hat. Ich denke, wir alle, egal auf welcher Seite der Barrikaden, egal was wir für Ansichten haben, wir müssen weg davon, dass das Ganze wie ein Religionskrieg stattfindet. Das heißt, und willst du nicht mein Freund sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Meinungsunterschiede müssen zivilisiert geführt werden. Und nur weil jemand in irgendeinem Bereich, egal in welchem, eine andere Meinung hat, darf ich den nicht entmenschlichen, darf ich nicht sagen, das ist ein schlechter Mensch, weil er eine andere Meinung hat. Die Versuchung ist groß, ich weiß das, die Versuchung kenne ich auch. Ich kämpfe dagegen an, aber wir müssen in meinen Augen alle so gut wir kennen dagegen ankämpfen. Und wenn da wir ein kleines bisschen das verstehen, dann ist dieser tragische Tod vielleicht nicht ganz, ja, umsonst ist er in jedem Fall, es fehlen einem wirklich die Worte, aber dann hat er vielleicht doch noch etwas bewirkt. Und zum Schluss noch etwas, was ich gelernt habe in der Journalistenausbildung, immer wenn wir Journalisten über Selbstmord berichten, dann ist ganz wichtig der Hinweis, wenn irgendjemand selber suizidale Gedanken hat oder depressiv ist, dann bitte, bitte dringend an die Telefonseelsorge wenden, nichts machen, anrufen, ärztliche Hilfe suchen oder Telefonseelsorge. Ich blende es hier nochmal ein. Wirklich, das ist eine ganz, ganz große Bitte. Wer solche Ängste hat, Sorgen oder solche Depressionen, bitte melden. Bitte an Helfer wenden. Unten nochmal die Telefonnummer. In diesem Sinne, traurige nächtliche Grüße und in tiefer Trauer. Alles Gute. Danke. Ciao. Reitschuster.de